Hallo zusammen, ich bin Retro und begrüße euch zu meinem ersten Video über Linux. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Linux auf euer System installieren könnt, ohne was an euren Startlaufwerken oder Systemlaufwerken zu ändern oder überhaupt was zu ändern. Wir werden das Ganze in einer virtuellen Maschine installieren. Dazu brauchen wir natürlich ein Programm, was es kostenlos gibt von Oracle. Das nennt sich VirtualBox, zu finden unter virtualbox.org. Wundert euch nicht, dass ich hier Linux bereits verwende. Das Ganze funktioniert unter Windows genauso und die Schritte sind gleich. Solltet ihr dennoch Schwierigkeiten mit der Installation von VirtualBox unter Windows haben, schreibt das bitte in die Kommentare, ich werde euch gerne weiterhelfen. So, nachdem wir VirtualBox installiert haben, nicht wundern, hier sind schon ein paar Maschinen, erstellen wir eine neue virtuelle Maschine mit einem Klick auf Neu. Ich gebe dem ganzen Namen, das wird meine Linux-Demo-Maschine für weitere Videos. Das Ganze möchte ich mit Ubuntu 64-Bit betreiben. Ubuntu, da ist es. 64-Bit bitte. Genau. Und mit einem Klick auf Weiter können wir den RAM der Maschine setzen. Da ich genügend zur Verfügung habe, wähle ich 4 GB hier. Für eine 64-Bit-Maschine sollte man mindestens 2 GB wählen. Und weiter geht's. Wir möchten natürlich eine Festplatte dafür erzeugen. Und zwar, wenn wir das Ganze nur unter VirtualBox nutzen, dann reicht ein VDI-Image. Ansonsten würde ich VHD empfehlen, falls man das Ganze später mal exportieren möchte. Davon gehen wir jetzt nicht aus und wählen VDI, so ist das schon in Ordnung. Dynamisch alloziert hat den Vorteil, dass die Datei zuerst klein ist und erst dann mit Daten tatsächlich wächst. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann kann man ein bisschen großzügiger in der Dateigröße sein, also in der Festplattengröße. Das machen wir hier gleich auf der nächsten Seite und ich wähle hier 20 GB und mit einem Klick auf Erzeugen wird auch diese Datei erzeugt. Damit ist die Maschine eigentlich schon fertig. Wir könnten gleich das Netzwerk anpassen. Wie wir sehen, haben wir hier schon mal die Übersicht. Das Ganze mit Rechtsklick und Ändern können wir das Netzwerk anpassen. Ich möchte hier eine Netzwerkbrücke haben, damit sich die Maschine direkt bei meinem Router meldet und ein quasi direkt im Netzwerk zu erkennen ist. Auch einen direkten Internetanschluss hat. Jetzt könnten wir eigentlich die Maschine schon fast booten. Allerdings fehlt uns noch das Image für die Installation. Das laden wir uns eben mal runter. Wir würde hier Ubuntu Mate runterladen. Das findet man unter ubuntumate.org. Ist für mich die einfachste Version momentan. Und auch recht unkompliziert, was die Softwareauswahl angeht. So, hier haben wir die Wahl natürlich. Die Alpha-Version, davon möchte ich dringend abraten. Auch wenn man hier die neueste Software mitkriegt, das ist eben eine Alpha-Version. Die 1604 LTS, LTS heißt Long Time Support, hat mindestens die nächsten 3 Jahre noch Updates und Co., weil sie auch erst dieses Jahr rauskam, wie man sieht, 16 für das Jahr, 04 für die vierte Version. Quatsch, 04 für den Monat, das tut mir leid. Aber Ubuntu bringt immer im April halt die Version raus. So, ich lade hier runter mit über Torrent. Das ist in meinen Augen die schnellste Möglichkeit. Man kann natürlich auch von dem Server runterladen, falls man kein Torrent-Programm installiert hat. Ich habe hier unter Linux nicht das Problem. Da ist Transmission als Standard-Client installiert. Und lädt halt jetzt uns diese ISO runter. Das dauert einen Augenblick. Da machen wir kurz Klick, Pause und da ist die ISO schon. Genau diese können wir jetzt in der Maschine als virtuelle CD quasi bzw. DVD einlegen. Dann
Das machen wir hier und da Massenspeicher und eine leere DVD anklicken, genau. Und dort können wir zu Datei navigieren. So, Downloads, Ubuntu Mate, da ist es. Und dann können wir unsere Maschine schon fast starten. Naja, was heißt hier fast? Wir können sie starten. Und dann beginnt nämlich die Installation des Linux-Systems auf der virtuellen Maschine. Oh, jetzt habe ich nicht rechtzeitig hier auf die Taste gedrückt. Das macht nichts. Nochmal Maschine kurz zurücksetzen, unter Maschine zurücksetzen. Wir wollen nicht die Live-CD starten, wir wollen gleich eine Installation starten. Deswegen, sobald dieses Symbol kommt, sofort eine Taste drücken, dann kann man die Sprache auswählen, hier Deutsch. Und wir möchten Ubuntu Mate installieren. Nicht erst ausprobieren, sondern gleich installieren. Wir wissen, was wir tun. Oder haben eine virtuelle Maschine. So, machen wir das mal ein bisschen größer, damit ihr auch alles seht. Und die Anzeige mal in den skalierten Modus. Das ändert zwar nochmal das Fenster, aber ja, einschalten. So, dann holen wir das Fenster nochmal rüber. Machen wir das nochmal groß. Und da sind wir schon in der Installation. Sprache als Deutsch wurde übernommen. Oh, wir haben ja kein Internet, sehe ich gerade. Nochmal zurück. Müssen wir die Maschine ändern. Habe ich da den falschen Adapter ausgewählt? Moment, mal kurz gucken. Ändern. Netzwerk. Da, da ist es. So, ja, Netzwerkbrücke ist in Ordnung. Und ja, ich habe meinen Wi-Fi-Adapter ausgewählt. Der ist in einem anderen Netz, da gibt es kein Internet. Entschuldigung, mein Fehler. Holen wir uns die Maschine wieder. Können wir jetzt einmal zurückgehen, einmal wieder vor, da wird das nochmal geprüft. Und da sehen wir, herunterladen von Aktualisierung ist wieder, kann man anklicken. Die Installation der Drittanbieter-Software für Grafik- und WLAN-Geräte würde ich jedem empfehlen. Dort werden halt Treiber für Nvidia und Co. und ähnliches installiert. Braucht man jetzt in der virtuellen Maschine nicht unbedingt. Aber es schadet auch nicht. So, dann warten wir mal. Ich gehe jetzt gleich zum nächsten Bildschirm. Das dauert einen Augenblick. Denn hier jetzt findet die Hardware-Erkennung quasi statt. Geklickt haben wir. Und dann müsste es gleich weitergehen. Naja, viel zu erkennen hat er nicht. Er muss erstmal damit klarkommen, dass es eine virtuelle Maschine ist und eben halt ein virtueller Prozessor drin steckt und solche Sachen. Das Ganze wird halt online abgeglichen, deswegen dauert das tatsächlich in einem Augenblick. So, da sind wir. Normalerweise würde ich tatsächlich, zumindest bei Notebooks, zu einer verschlüsselten Installation raten. Hier möchte ich doch bei einer VM sagen, neue Festplatte. Nein, machen wir nicht. Etwas anderes ist, kann ich euch auch eben mal zeigen. Das ist halt, man könnte das Laufwerk selbst konfigurieren. Brauchen wir nicht. Hier werden gleich zwei Partitionen. Da sind sie ja schon, die zwei Partitionen erzeugt. Einmal als Hauptfestplatte und einmal als Swap. Das ist quasi wie unter Windows die Auslagerungsdatei. Wobei, unten bei Linux wird da eine ganze Partition draus gemacht. So, wir machen jetzt einfach weiter. Und auch hier dauert es einen Augenblick. Und da wird tatsächlich formatiert. Super, Berlin hat er schon selber erkannt. Berlin stimmt zwar nicht ganz, aber zumindest die Zeitzone stimmt. Tastatur ist auch richtig erkannt. So, Demo nennen wir das Ganze. Und zwar den User, also den Benutzer-Demo und den Rechner-VM-Demo. Ein Passwort, ich wähle hier ein kurzes Passwort, damit sich das Eintippen besser lässt. Auf einem Hardware-Rechner würde ich hier ein längeres Passwort nehmen. Dort würde ich wahrscheinlich auch die persönlichen Daten verschlüsseln lassen. Automatische Anmeldung lasse ich dennoch nicht zu, denn ganz ehrlich, ein schlechtes Passwort ist besser als gar kein Passwort und bei automatischer Anmeldung habt ihr theoretisch gar kein Passwort. Ihr braucht das dennoch ab und zu für die Sudo-Kommandos, aber ansonsten würde ich sagen, war es das hier und wir machen gleich weiter.
So, jetzt immer Institutionen im schnellen Durchlauf. Und einmal neu starten müssen wir jetzt. Ja, wir sollten vielleicht das Installationsmedium entfernen. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher, ob das überhaupt noch drin ist. Ich glaube, da ist... Wir gucken mal. Da ist... Ich glaube, da ist VirtualBox. Ja, genau. Seht ihr das? Das VirtualBox schlau und hat das für uns bereits entfernt, nachdem da nicht mehr drauf zugegriffen wird. Die Installation wurde erkannt und wir können quasi mit Enter neu starten. Da haben wir den Standard Linux Boot Screen, der jetzt gleich ausgeblendet wird. Man möchte ja immer weiter weg davon, immer userfreundlicher, eher das Logo, und da sind wir ja schon in Anmeldebildschirm. Benutzername ist vorgegeben, Passwort kurz eingeben, dann dauert es noch einen Augenblick. Hier auf der virtuellen Maschine kann es tatsächlich noch ein bisschen länger dauern als real, denn ich habe noch ein paar Programme nebenbei laufen. So, gleich wird das Kinn auch noch applied. Da ist er, und das Willkommensfenster kommt noch. Das brauchen wir nicht, das können wir eigentlich direkt wegklicken. Hier. Na, Blatt fertig, genau. So, und wegklicken. So, wo wir hin wollen, ist jetzt nochmal die Gasterweiterung installieren. Das System ist noch nicht ganz so fertig. Die Gasterweiterung sorgen dafür, dass die Skalierung besser klappt, die Skalierung des Fensters hier, der virtuellen Maschine, dass man USB-Geräte nutzen kann und so weiter. Die sollte man sich vorher runterladen unter virtualbox.org. Dort findet man, na mach schon, unter Downloads findet man auch gleich den richtigen Links, hier die Extension Pack. Genau, für alle Plattformen gilt das. Nicht nur für Linux, sondern genauso für Windows. Das lädt man einfach runter. Und mit einem Doppelklick kann man das in VirtualBox installieren. Das habe ich schon natürlich getan. Und jetzt muss ich suchen. Ich suche hier jedes Mal, wo das ist. Man kann in der virtuellen Maschine den Extensions-Datenträger einlegen. Und war das unter Masken? Nee, hier war das nicht. Moment. Nein, hier war das nicht. Ich glaube, wir haben die falsche Skalierung für die Maschine. Weil hier fehlt mir halt die Menüzeile. Moment. Ich hole die gleich wieder. Da ist die virtuelle Maschine. Wo ist denn... Sekunde, es tut mir leid, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. So, da unter Geräte, Geräteerweiterung einlegen. So, kaum hat man die richtige Menüzeile, jetzt ist es ein bisschen kleiner. Ich möchte das nicht per Autostart öffnen. Auf gar keinen Fall. So, einen Ordner öffnen kann er. Dann zeigt uns, was da drauf ist. Eigentlich könnten wir jetzt hier auf die Autorun SH klicken oder auf VBox Linux Editions klicken. Aber... ich möchte das gerne im Terminal auswählen. Falls es zu Fehlern kommt, dann kommen wir schneller hinter, was denn passiert ist und warum wir das Ganze nicht installieren konnten. So, kurz mal in das Verzeichnis wechseln. Da haben wir die VBox Linux Editions Run. Mit sudo starte ich das Ganze. Das Programm muss einen oder mehrere Kernel-Module kompilieren. Deswegen braucht das Root-Rechte. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und jetzt warten wir mal kurz ab. Das haben wir schon mal einen Fehler. Moment. Müssen wir mal das Fenster ein bisschen größer machen. Hier skaliert der Modus wieder. So, Fail to Setup Service VBox Add. Ja, dann wollen wir mal das Logfile gucken. Würde ich vorschlagen. Auf jeden Fall. So. Cat war nicht EDC, war Log
Genau, und damit Tab einfach weitermachen. VB habe ich getippt und ja, als Sudo vielleicht. So, da sehen wir schon was. Failed, please check that you have GCC make the header files for your Linux kernel and possibly Perl installed. Ja, das scheint das Problem zu sein. Nach der neuen Mate-Installation sind die GCC und Make nicht installiert. Das machen wir jetzt direkt mit sudo apt-get install GCC und Make. Die Header-Files müssten eigentlich schon da sein. Ich weiß nicht, ob die hundertprozentig gebraucht werden. Mit Enter bestätigen heißt ja. So, kurz warten. Meine Internetverbindung ist hier nicht die schnellste. Wirklich nicht. Was mich normalerweise dazu zwingt, ein ausgebautes Netzwerk zu Hause zu haben, aber ein Update-Server für Ubuntu ist noch nicht dabei. So. Na, gleich sind wir fertig. Dann können wir das Ganze nämlich nochmal starten. Und dann sollte es auch klappen. Ich muss mich übrigens für meine Nebengeräusche hier sehr entschuldigen. Das ist ein improvisiertes Setup. Das nächste Mal wird es besser. Das nächste Mal gibt es wieder ein Headset. Und dann sollte das auch klappen. Momentan ist das leider nicht möglich. So, Initrams. Und wir sehen nach dem zweiten Start. Sieht das sehr gut aus. Building Gas Additions Kernel Modules. Scheinen tatsächlich mehrere zu sein, sonst würde da Modul stehen. Ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt. Ich vertraue hier ein bisschen Oracle. Und fertig sind wir. Das Ganze sollte jetzt neu gestartet werden. Also zumindest entweder die grafische Oberfläche oder das ganze System. Wir starten hier das ganze System. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es mehr. Und dann beschäftigen wir uns auch etwas mit Batch und Batch-Programmierung, Batch-Tools, Batch-Tricks. Und ja, im nächsten Video auf jeden Fall, wie ihr euch eigenes Batch-Verzeichnis anlegt und das für das Ausführen der Batch-Skripte bereit macht. Bis denn, euer Retro.